Ja, herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ich bin von der Villa Calvert zum Warenhaus per Schnellreise und habe dort ein paar Sachen eingetauscht gegen Stimpaks, weil die gingen mir doch ein bisschen zur Neige. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal, beziehungsweise wir gehen mal zur Kathedrale und versuchen uns da einzuschmuggeln und mal gucken, was die Wilden vorhaben, weil der Desmond will ja wissen, was da los ist. Falls ich es jetzt nicht richtig gehört habe, weil das war irgendwie so leise. Ich soll Samen aufsammeln einer Punga-Pflanze. Und ja, und diese Reise werde ich natürlich annehmen müssen jetzt, weil ich möchte ja wissen, was da drin los ist. Und Desmond möchte es ja auch wissen, der mir dann ein bisschen Reichtum versprochen hat. Apropos Punga-Früchte, ich könnte jetzt mal gucken, wie viel ich habe, weil dann könnte man nochmal einen Abstecher zur Marguerite gehen machen. Na, wo sind sie denn? Hilfe, Punga, Punga. Oh, zwei Stück fehlen mir noch. Vielleicht finden wir unterwegs welche. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall in die Richtung. Munition habe ich vorhin keine gekauft. Ich denke, ich müsste damit auskommen. Ich hoffe es zumindest, außer es kommen Wachbots. Gut, der ist noch kein Problem. Also die streunenden Ghouls, die sind noch eher das kleinere Übel hier. Also das Schlimmste sind die Wachroboter. Also die kriege ich irgendwie im Moment gar nicht klar. Und das Schlimme ist, in Megaton, in meinem Zuhause, in meinem Lager, habe ich hier noch Impulsgranaten. Hätte ich das gewusst, hätte ich die nämlich mitgenommen. Also mal gucken, wo wir hin müssen, nicht, dass wir zu weit abdriften. Er schaut schon wieder hier schwer nach Lager von irgendjemanden aus. Da ist ein Koffer. Anglerrute, was haben die mit ihrem Angeln hier? Brennt Feuer. Sollen wir da hin? Besser nicht. Vielleicht finden wir hier am Ufer noch ein paar Punga-Früchte. Ich brauche nur noch zwei Stück. Könnten wir den anderen Auftrag von Marguerite erledigen? Gibt ein bisschen Erfahrungswerte und ich glaube ein bisschen Kohle gibt es auch noch. Da ist eine. Wo eine ist, sind normalerweise auch zwei. Dann ist es hier. Rasenmäher. Milchflasche. Haufen Schrott. Ich schleiche jetzt mal ein bisschen, weil ich bin ja schon mal in den Hinterhalt reingeraten. Da ist die Nummer.
Pilze, ich hab gedacht, das wäre Bunkerfrucht. Okay, hier waren wir schon mal, das sind die Gräber. Oder? Da waren wir schon mal, ne? Ja. Wie weit sind wir denn noch entfernt? Uiuiui, ui, ui. Das quer durch das ganze Sumpfgelände. Also von der Atmosphäre muss ich sagen, Point Lookout ist wirklich super schön. Mit diesem leichten Nebeldunst. Schaut noch voll aus. Gehen wir lieber nicht hin. Das ist schon wirklich klasse gemacht, da kann man nichts sagen. Es war auch immer noch dieses Düstere von Fallout, aber eine ganz andere Atmosphäre als die ständige Wüste und so. Ist echt fein gemacht. Freue mich schon auf Vierer, bin immer gespannt, weil da soll es ja wesentlich ein bisschen heller zugehen. Zumindest das, was man so gesehen hat. Und Dialoge soll es noch mehr geben. Ich habe jetzt Twitter-Mitteilungen erhalten von, beziehungsweise Bethesda, bin ich Follower. Da haben sie halt gesagt, dass die bei den Dialogen 110.000 Zeilen synchronisiert haben. Das ist so viel wie Fallout 3 und irgendein anderes Spiel zusammen. Das sind Gegner. Drüben sind auch Gegner. Sind überall Gegner. Oh, das ist scheiß Hillbilly-Fraktion. Wo bin ich denn? Kann man sich da durchschleichen? Mist. Wenn die nicht so scheiße aggressiv wären. Wo ist eine andere? Ich muss jetzt erstmal. Das mag ich halt von der Bewegung von den NPCs, das mag ich im Moment noch gar nicht so, das Kämpfen. Weil das ist. Es ist halt altbacken, das merkt man schon, aber es ist so. Weiß nicht, einfach so drauf losgerenne und so. Da ist man halt bei den moderneren Spielen oder bei den neueren ist man schon halt Besseres gewohnt, aber ich denke mal, das wird sich mit Fallout 4 doch um einiges verbessern. Hoffe ich doch zumindest. Braucht man was mit Reichweite. Ja, das ist eine alte Durchschlagskraft gewesen. So eine Wasserspritzpistole. Das gibt's doch nicht, ey. Die Bleiummantelung um ihren Körper. Ja, scheiße, was nehmen wir denn da? Hohoho, das war knapp. Psst.
Mann, ey. Ey, wieso haben die... Die haben eine... Die treffen so gut einfach, das gibt's gar nicht. Ich habe gleich mal den ganzen Simbex aufgebraucht, nur so mal... Das ist ein anderer Vogel, der ist da hinten. Ich glaube, den werde ich mit Granaten traktieren. Scheiße. Dann halt so. Ja, aber ich brauche die auch noch für andere Geschichten. Ja, Drecksviecher. Und schön die Drogen immer am Start. Halt. Fallenstellerhütte, okay. Die Frage ist, gibt es da noch mehr von diesen komischen Hillbillies? Ja, es gibt noch mehr Mist weg. Da habe ich zu wenig Munition. Aber ich habe diese Punkerfrüchte vollständig. Dann gehen wir zu Marguerite erstmal. Na, wenn wir die wilden Früchte, also. Die. Wir müssen. Das habe ich mir gedacht. Diese Dinger stinken entsetzlich. Es köchelt schön vor sich hin, Schätzchen. Okay. Das haben wir erstmal erledigt. Ich muss jetzt als erstes mal... Ich muss nur mal Stimpaks fassen, das hilft nichts. Anders geht's nicht, ich habe jetzt so viel verbraten. Oh, ich wusste, dass... Ich habe mir schon gedacht, dass sie deswegen zu mir kommen. Drogenscheiß. Ich hätte vielleicht den Mist von denen auch noch mitnehmen sollen. Halt! Die heben wir uns mal auf. Die wollte ich jetzt nicht hergeben. Kampflinde. Weiß ich nicht.
Kampfmesser verkaufen wir auch noch. Stealth Voice verkaufen, weil ich mehr als einen will ich sowieso nicht einsetzen. Und dann holen wir uns Stimpaks und das ist nicht zu knapp. Okay. So viel hatte die auch nicht mehr. Weil ich erst vorhin schon mal 10 eingekauft habe. Ich würde sagen, ich gehe erstmal zu dem Hostel und da werde ich mir erstmal Runde aufs Ohr legen, damit meine Kräfte wieder vorhanden sind. Und während ich schlafe, mal 24 Stunden, werde ich euch aus dem Video entlassen und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut.